Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal ein etwas anderes Video. Wie ihr ja schon in der Beschreibung lesen könnt, haben uns nämlich ein drittes Pferd zugelegt. Und zwar will ich euch erstmal erzählen, wie es dazu kam, dass wir uns überhaupt ein drittes Pferd geholt haben. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir noch ein Dressurpferd haben wollten, weil ich mich ja sehr auf die Dressur festgelegt habe und meine Schwester ja eher aufs Springen. Und der Winnie ist ja super für den Springsport geeignet und wird sich da auch auf jeden Fall hocharbeiten, sag ich jetzt mal. Und wir wollen dann eben ihn nicht in zwei Disziplinen so hoch belasten. Und die Mira hat ja auch nur begrenztes Potenzial, sag ich jetzt mal. Und sie ist ja jetzt auch 13, also das ist ja nicht alt, das ist ja eigentlich das beste Alter. Aber sie hatte eben schon zwei schwere Verletzungen und wir haben halt Angst, dass nochmal was passiert und dass sie dann unreitbar oder sowas wird. Und wir wollen das Risiko einfach nicht eingehen, dass sie sich nochmal verletzt, wegen Überlastung oder sonst irgendwas. Wir wissen ja den genauen Grund wegen ihrer Verletzung nicht, aber es könnte schon von Überlastung gekommen sein und das wollen wir eben vermeiden, dieses Risiko. Und eben auch beim Winnie wollen wir es auch vermeiden, dass der einer zu hohen Belastung ausgesetzt ist. Und so ist es natürlich auch besser, wenn dann jeder so sein Pferd hat, wenn meine Schwester eher den Winnie dann fürs Springen hat und ich dann den neuen für die Dressur. Natürlich werde ich den Winnie weiterhin in Dressuren vorstellen und auch die Mira, gar kein Problem, aber irgendwann ist eben auch Miras Potenzial ausgeschöpft und wir wollen sie dann auch irgendwann in ihre wohlverdiente Rente schicken. So, jetzt zu unserem neuen Pferd, und zwar handelt es sich hier um Daily Pleasure. Er ist ein vierjähriger Hannoveraner, also Jahrgang 2013. Er ist ein Dunkelfuchs, wie man sehen kann, also ist wirklich sehr schöne Farbe, ganz ein süßer ist es. Er ist ungefähr 1,66 schätze ich, aber der wird bestimmt noch wachsen, also der ist auch ein bisschen noch hinten überbaut. Ich denke, der wird noch ein bisschen größer, ist auch nicht schlimm, also für mich ist es ja egal, weil ich bin ja jetzt auch nicht so groß, aber ein bisschen größer macht natürlich immer noch ein bisschen was her. Genau. Wie gesagt, ist es eben ein Dressurpferd oder soll ein Dressurpferd werden. Er ist jetzt ein paar Monate unterm Sattel, so 3-4 Monate, glaube ich. Vom Wesen her ist der super lieb, aber auch dem Winnie sehr, sehr ähnlich. Er ist auch sehr verspielt, will immer schmusen, will immer essen natürlich und ist sehr neugierig, schnuppert an allem rum und ist aber im Umgang super brav. Also wir sind mit dem da über den Hof gelaufen und alles und der schnaubt zwar alles noch an, aber er macht nichts Böses, also man kann einfach dran vorbeilaufen und er bleibt dann auch relativ gechillt. Und ja genau, wir sind dann nämlich, um ihn anzuschauen, sind wir mal in den Norden gefahren. 6 Stunden Fahrt waren das ungefähr. Haben wir auch noch andere Pferde ausprobiert. Aber er war eben der, wo es am besten geklappt hat und wo wir auch gesagt haben, der ist super, den müssen wir haben sozusagen. Das Video vom Probereiten zeige ich euch gleich noch. Und auch noch von unserer ersten Reitstunde, die jetzt am letzten Donnerstag war. Er ist jetzt seit einer Woche bei uns und hat sich schon super eingelebt. Er versteht sich super mit den anderen beiden und hat schon Freundschaft geschlossen. Also wir bilden den Daily, also wir nennen ihn in Kurzform Daily, weil Daily Pleasure ist ja immer ein bisschen lang. Ne? Wir bilden ihn zusammen mit unserem Trainer aus. Der unterstützt uns hier sehr, hat uns auch beim Kauf unterstützt und hilft uns eben, dass wir alles richtig machen in der Ausbildung von einem jungen Pferd, weil das sollte einem nicht alleine überlassen sein oder man sollte nicht auf sich alleine gestellt sein, weil man wirklich viel, viel falsch machen kann in der Ausbildung von einem jungen Pferd. Und wir sind da sehr dankbar, dass wir da so eine gute Unterstützung bekommen. Ja, der Daily macht auch schon riesen Fortschritte beim Reiten. Also man merkt wirklich, wie lernwillig er ist. Es macht wirklich riesen Spaß, ihn zu reiten. Er ist auch mega bequem. Natürlich klappt noch nicht alles perfekt. Er ist noch im Galopp ziemlich unausbalanciert, rennt da auch noch ziemlich. Und da versuchen wir gerade ein bisschen, ihn wieder ein bisschen zurückzuholen, dass er ein bisschen ruhiger ist. Und ist natürlich jetzt alles noch ganz neu für ihn, die Hallen. Wir waren jetzt schon in beiden Hallen bei uns. Muss man immer alles angucken, ist immer alles neu, wenn da noch ein Pferd reinkommt oder irgendwelche Kinder auf der Tribüne rumlaufen oder so, darf der natürlich auch gucken als vierjähriges Pferd, also das ist auch gar kein Ding. Und ansonsten ist der einfach mega brav, auch beim Reiten macht der auch nichts Böses oder sonst irgendwas. Also bis jetzt, ich will ja jetzt hier nicht sagen, dass da nicht noch was kommen könnte. Ich meine, bei Winnie war es am Anfang auch so und dann ging der Spaß erst richtig los, ne? Aber bis jetzt macht er echt einen super Eindruck, wir sind sehr, sehr glücklich mit ihm. Ja, wie gesagt, jetzt kommt noch Video vom Probereiten und von unserer ersten Reitstunde. Und wenn ihr noch Fragen habt zum Daily, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare.
Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen hoch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and just let it go. You shouldn't be fighting on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. And I'll be your lifeline tonight. And I won't let go. We all get lost sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? I wanna lay with you till I'm old. You shouldn't be fighting on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. Time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go. I'll be your lifeline tonight. I won't let go. Sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And although time may take us into different places, I will still be patient with you. And I hope you know I won't let go.